YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Comic Doppel-Review. Diesmal dabei habe ich Savage Dragon 223 und 224. Ich habe ja vor kurzem erst Savage Dragon Heft 1 aus dem Hause des Image Verlags vorgestellt und das war so eine Serie, die ich schon seit Jahren gerne mal lesen wollte, die mich aber nie rangewagt habe, da ich ja bis jetzt immer einen Bogen im US-Comics gemacht habe. Jetzt, wo ich aber in den US-Comic-Markt so ein bisschen reingestiegen bin und die eine oder andere Serie mal ausprobiert habe, die eine schon wieder gekickt, die nächste wieder ins Abo genommen habe, habe ich mir auch endlich mal einen Savage Dragon rangewagt. Fand es ja ganz cool, dass gerade im Laufe dieses Image First Programm jede Menge Erstausgaben von Image wieder gereprintet werden. So konnte ich mir für $1 oder beziehungsweise mein Fall für 80 Cent die erste Ausgabe von Savage Dragon besorgen. Musste dann direkt feststellen, dass das sich für mich tatsächlich doch nur wie Superhelden Standardkost anfühlt, um dann in den Kommentaren wiederum eines Besseren belehrt zu werden, wo ich einen richtig coolen Kommentar bekommen habe. Entschuldigung, ich habe den Namen wieder vergessen. Aber für alle, die es nicht mitbekommen haben, guckt mal in die Review zu Savage Dragon 1 rein. Ich werde es hier oben in die Infokarte mal reinpacken, weil da in den Kommentaren wird recht schön beantwortet, warum es sich lohnt, Savage Dragon im Heftformat zu lesen und was im Laufe der Jahre alles bei Savage Dragon passiert ist und dass es sich trotz dessen lohnt, auch mal in die aktuellen Ausgaben lohnt, reinzugucken. Gesagt, getan, der gute Creighton bringt ja auf seinem Blog auch ab, dann immer wieder mal hier und da eine Savage Dragon Review, was ich auch schon seitdem ich den Blog von Creighton verfolge, mich auch immer total darüber freue, wenn immer wieder was über Savage Dragon am Start ist, weil der Charakter mich extremst interessiert hat, schon immer, und was heißt schon immer, seitdem ich das Crossover zusammen mit Superman gelesen habe und mich dann halt cool fand, von ihm ab und zu mal eine Review zu bekommen, weil auf dem deutschen Blogger- und YouTuber-Markt kriegt man sonst auch nicht viel geliefert von Savage Dragon, weil die Serie hierzulande halt leider irgendwie so gut wie gar keiner liest, was dann auch dafür spricht, dass es nicht auf Deutsch veröffentlicht wird und, egal. Auf jeden Fall, jetzt habe ich mich mal drauf gestürzt, aufs Heft 223 und 224, an der Stelle nochmal das Cover zu erwähnen, zu 224, was ich extrem geil finde, wobei das zu 223 auch schon recht cool ist. Es hält meine Konstruktion nicht mehr, egal. Auf jeden Fall, ich wusste im Vorfeld schon durch Reviews von Creighton, dass mittlerweile Savage Dragon nicht mehr der Hauptprotagonist des Bandes der Serie ist, sondern sein Sohn, weil Savage Dragon mittlerweile schon zu alt geworden ist und, was auch weiterhin eine tolle Sache dieser Serie ist, weil die Charaktere da in normalen Jahren altern. Das heißt, dass irgendwann in ein paar Jahren auch der Sohn von Savage Dragon zu alt für diesen Job sein wird und sein Sohn dann die Rolle übernimmt. Und wenn man das Comic anfängt zu lesen, also wie in dem Fall wie ich mit Heft 223, muss man erstmal feststellen, was für ein großes Universum es eigentlich mittlerweile bei Savage Dragon ist, wobei man Größe wahrscheinlich doch in Anführungszeichen setzen muss, weil ich mit dem zweiten Heft dann schon das Gefühl hatte, schon einige Charaktere zu kennen mittlerweile und mit dem zweiten Heft auf jeden Fall schon ein bisschen mehr durchgeblickt habe als mit dem ersten Heft. Also man muss so am Rande mal feststellen, es gibt einmal den Savage Dragon, dann gibt es den Sohn von Savage Dragon. Der Sohn von Savage Dragon hat schon wiederum drei Söhne, die auch alles drei kleine Savage Dragons sind und der zusammen ist auch mit einer Frau verheiratet, die so ein bisschen verrückt rüberkommt. Ihr seht hier mal ein Bild von seiner Frau, wie sie ihn gerade morgens weckt und die so ein bisschen irre rüberkommt. Auf der anderen Seite gibt es dann noch die Frau von Savage Dragon, mit der er diese Tochter hat, die wiederum aber die letzten 17 Jahre oder so in Eis eingefroren war, deswegen nicht gealtert ist, weswegen wiederum Savage Dragon mittlerweile schon wieder eine neue Perle am Start hat oder beziehungsweise eine neue Frau, die hier sich so leicht so ein bisschen auf ihn einredet, von wegen, ob er zu seiner alten Frau zurück möchte und. Dann gibt es noch ihn hier, dessen Namen habe ich gerade tatsächlich vergessen, ich glaube, er hieß Darkstar, der wiederum aus einem Paralleluniversum kommt und mit diesen Paralleluniversumsleuten dann die Erde wieder angreift, was dann den guten Savage Dragon und seine ganzen Kumpane wieder auf den Plan ruft, weswegen sie sich da durchkämpfen. Was ich feststellen muss, ist schon mit dem ersten Heft, also Eric Larson greift nicht mit Brutalität, also da gibt es echt jede Menge Szenen, wo das Blut nur so an den Protagonisten runterläuft, wie ihr hier sehen könnt, und er greift nicht mit Sexszenen, also ich habe in den letzten 13 Batman-Heften, die ich gelesen habe, noch nicht mal annähernd so viel Sexszenen gesehen, wie ich in diesen beiden Bänden so nebenbei beiläufig bekommen habe. Die Serie hat sehr viel Witz, also hier waren einige Jokes, die ich ganz lustig fand. Ich finde die Charaktere extrem sympathisch. Mein absoluter Favorit ist tatsächlich die Freundin vom aktuellen Savage Dragon, also beziehungsweise vom Sohn von Savage Dragon. Die finde ich unglaublich lustig. Ich weiß auch nicht, warum ich sie so lustig finde. Ich finde auch die Konstellation ganz cool, dass er jetzt die drei Kinder hat und finde es dann wiederum auch cool, dass es hier auch wieder mit Paralleluniversen und all sowas läuft. Weil da gibt es dann zum Beispiel die Szene, wo er mit seiner Stiefschwester von einem anderen Paralleluniversum essen geht, um ihr zu erzählen, was da abgeht. Also, wie gesagt, da sind noch einige Sachen, die für mich ein bisschen unklar sind. Aber trotz dessen hatte ich durchaus meinen Spaß beim Lesen und fand auch die Charaktere, die hier auftreten, ziemlich cool. Auch die Sprache, weil daran merkt man mal wieder, dass es halt ein Independent-Titel ist, weil wo die Superhelden aufkommen, sagen sie direkt, hier ist Motherfucking Cavalry, hier hieß die Motherfucking Cavalry. Und der andere sagt dann direkt,
that shows the sons of bitches were made of. Also, der wird mit Schimpfwörtern nicht gegeizt, die werden einfach nur so um sich gehauen. Und guckt euch mal die Zeichnung von Eric Larson an. Also, sieht so toll gezeichnet aus. Und das Cover ist eine absolute Wucht hier, finde ich. Mir wird das auch noch ein bisschen weiter fortgeführt mit deren Parallelwelten, wo ich jetzt aber tatsächlich nicht so viel Bezug zu hatte, wo dann das hier losging und mal so ein bisschen Rückblicke sieht, wo ich dann zum Beispiel unter anderem das Panel erkannt habe, was in der Origin, was halt quasi die Origin von Savage Dragon ist. Und ich denke mal, für langjährige Leser war das hier bestimmt eine richtig fette Splash-Page, weil sie hier halt viele Sachen geboten bekommen haben, die hätten sein können und die vielleicht sogar passiert sind. Wie gesagt, da konnte ich jetzt halt leider nicht so viel mit anfangen. Aber wie eben schon mal erwähnt und wie ihr wahrscheinlich auch schon an der Euphorie meiner Stimme heraushört, ich fand's mega stark. Dazu kommt noch, dass hinten dran immer so Backup-Stories sind, zumindest bei den beiden Heften. Ich weiß nicht, ob das bei jedem Savage Dragon Heft so ist. Hier in dem einen war zum Beispiel mit so eine kleine Stummgeschichte, die wahrscheinlich lustig sein sollte. Ich fand sie dann tatsächlich nicht ganz so lustig. Und im anderen Heft waren so zwei Comic-Strips. Den ersten fand ich nicht so lustig, den zweiten fand ich lustig. Nichts Besonderes, aber ist cool, nochmal so zum Abschluss des Heftes dann hier nochmal so einen kleinen Abteil mit so Mini-Jokes zu haben. Finde ich total cool, ich mag sowas. Und eine weitere Besonderheit bei Savage Dragon, das habe ich so bei den Großen auch noch nicht gesehen, das sieht man, findet man wahrscheinlich auch so nur bei Independent-Verlagen, dass sie hinten Eric Larson noch jede Menge Fanfragen beantwortet und der die Fanpost wirklich selber beantwortet und das auf mehr wie zwei Seiten. Und ihr seht auch die Schriftgröße dazu. Ist echt super cool. Ich meine, klar, das liegt gerade daran, dass das hier die 224 ist. Es arbeitet halt gerade alles auf die 225, die ich auch schon hier liegen habe, was halt ein Trade tatsächlich ist, also 100 Seiten Heft. Und ja, die Leserbriefe finden immer ihren Platz in diesem Heft, also zumindest die, die ich hier liegen habe. Mal nur 2 Seiten, mal auch 6 Seiten. Finde ich super. Das Heft kostet $3.99. Macht man nichts mit falsch. Jungs und Mädels, guckt bei Savage Dragon rein. Ich war ja auch mal so ein bisschen abgeschreckt, ob ich jetzt wirklich mit einer so hohen Nummerierung in eine Serie einsteigen soll. Allerdings habe ich es dann doch gewagt, weil bei meinen Superhelden-Comics war das auch überall so, dass ich halt irgendwann mir einen Charakter rausgepickt habe, den ich interessant fand. Und da bin ich nie wirklich hingegangen und habe erst mal geguckt, was man davor alles gelesen haben muss. Ich bin immer ins aktuelle Heft eingestiegen und da war dann immer so mein Credo, wenn das mir gefällt, was in den einen Heft passiert, kann man immer noch, wie gesagt, dann bleibt man eher an der Serie dran und kann dann immer noch für sich selber entscheiden, ob man sich die Sachen, wenn so viele Fragen offen sind, noch im Nachhinein kaufen wird. Bei Savage Dragon ist das halt ein bisschen strange, weil man, wenn man wirklich alles lückenhaft haben möchte, die Hefte teilweise zu besorgen, stelle ich mir sehr schwer vor. Und in Trade-Form gibt es halt eine riesige Lücke. Da gab es irgendwie so 2-3 Trades und dann ist da eine Lücke von, was weiß ich, 100 US-Heften und dann geht es mit dem nächsten Trade weiter. Also ist auch nicht ganz so optimal. Und dann gibt es noch die Archivbände, die allerdings leider in Schwarz-Weiß abgedruckt sind, was mich da komplett abschreckt. Weil so gut mir Eric Larsons Zeichnungen auch gefallen, möchte ich die auch gerne koloriert genießen können, weil ich weiß nicht, ob sie noch den gleichen Charme haben, wenn man so ein Schwarz-Weiß sieht. Ich meine, viele Zeichner funktionieren Schwarz-Weiß, aber wenn ich dann so ein dickes Trade mit 24 US-Heften komplett in Schwarz-Weiß habe, das geht bei Walking Dead und danach hört es bei mir eigentlich auch schon auf. Was auch krass ist, wenn man sich mal so die Zeichnungen von Eric Larson anguckt, muss ich gerade mal erwähnen, wenn man sich das erste Heft anguckt, was in den 90ern spielt, sieht es halt eher aus wie so ein typisches Image-Superhelden 90er-Jahre-Comic. Und wenn man das jetzt aufschlägt, sieht es nicht mehr ganz so aus wie so ein 90er-Jahre-Image-Comic. Allein schon, wenn man sich einen Savage Dragon anguckt. Ich meine, gut, der eine ist jetzt der Sohn, der andere ist der Vater. Aber trotz dessen, man sieht, der ist so ein bisschen mehr ins Cartoonige abgedriftet. Gefällt mir aber sehr gut und coole Hefte. Ich gebe an der Stelle tatsächlich eine 8 von 10 bis zu der Tendenz sogar zu 9 von 10, weil ich auf der einen Seite, ich wurde extrem gut unterhalten, habe echt coole Charaktere kennengelernt, habe es auch direkt geschafft, einen Liebling in dieser Serie zu finden, nämlich die Freundin vom Jung Savage Dragon. Ich finde auch den Jung Savage Dragon extrem sympathisch, weil das war auch noch so ein Bedenken, dass ich hatte, wo ich wusste, dass ich jetzt in die Serie einstelle, ich wusste, dass der originale Savage Dragon nicht mehr Savage Dragon ist oder nicht mehr der Hauptprotagonist, sondern der Sohn, da war ich so ein bisschen so, ja, ich möchte dann doch lieber das Original lesen, aber nein, ist nicht nötig. Das macht Spaß, mit den jungen Savage Dragon weiterzumachen. Und wenn ich es schaffe, jetzt lange an der Serie dran zu bleiben, ich habe sie ja eh im Abo drin, kriege ich dann vielleicht sogar mit, wenn der abdankt, einer von seinen 3 Söhnen, die jetzt hier eingeführt wurden. Der gute Creighton hat mir gesagt, dass die vor so circa einem Jahr eingeführt wurden. Und vielleicht werden die dann irgendwann zu den Hauptprotagonisten und das wird dann so eine Team-Up-Serie, bis dann auch jeder von dir seine Söhne bekommt und. Oder vielleicht geht auch wieder nur einer am Sohn, dass wir danach nur noch einen Sohn sind. Also jede Menge Platz, jede Menge Paralleluniversen, tolle Charaktere und eine gute Schippe Humor, die aber nicht so mit der Holzmann-Methode daherkommt. Sind halt so hier und da ein paar Jokes. Ist das aber nicht so wie bei Marvel-Filmen, dass man ein bisschen Action-Joke, ein bisschen Action hat. Ist genau richtig dosiert.
Hammergeile Serie. Ich kann nicht verstehen, dass die nicht auf Deutsch erscheint. Ich habe ja echt die Hoffnung, dass Panini irgendwann doch noch hingeht und sagt, ey, wir bringen das jetzt doch alles raus. Bloß da ist dann halt das Problem, dass man dann halt erstmal jede Menge 90er Sachen reprinten muss. Und ich weiß nicht, wie gut die in Deutschland laufen. Ich liebe zwar die 90er Sachen, aber ich kann mir vorstellen, dass das eher was schleppender läuft und dann doch eher wieder zum Nischenprodukt kommt. Und da haben es die deutschen Verlage halt echt verkackt. Die hätten das damals direkt veröffentlichen müssen wie Spawn. Dann wären wir jetzt genauso weit da und dann wird halt das alles ein bisschen besser funktioniert. Egal, ich komme gerade vom Thema ab. Savage 8 bis 9 von 10 Punkten. Definitive Kaufempfehlung. Steigt einfach ein. Kauft euch einfach das erste Heft, was ihr am Kiosk oder beim Comic-Händler seht. Am Kiosk werdet ihr nicht sehen. Nehmt einfach das erste Heft, was ihr nehmt. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass die 223 ein relativ guter Einstiegspunkt war, soweit ich das jetzt hier behaupten kann. Ich werde jetzt auch erstmal nichts rückwirkend kaufen. Ich bleibe jetzt erstmal dran. Abo und wenn ich so, mein Plan ist so, wenn ich jetzt so im halben Jahr immer noch diese Begeisterung habe, dass ich dann vielleicht mal gucke, dass ich mir vielleicht doch noch ein paar ältere Trades hole. Wenn aber die Serie dann auch immer noch genauso viel Spaß macht wie vorher und ich gar nicht so das große Verlangen habe, dafür nachzukaufen, bleibe ich vielleicht auch einfach noch in den aktuellen Dingern dran. Das war es jetzt wirklich. Ballert mir mal in die Kommentare rein, welche Kontakte ihr bis jetzt mit der Figur Savage Dragon hattet. Ob ihr da auch interessiert dran seid, ob ich vielleicht den einen oder anderen vielleicht dazu bekommen habe, danach reinzugucken bei Savage Dragon. Wie gesagt, es ist gerade das erste Heft neu veröffentlicht worden. Ansonsten 3,99 $ für so ein Heft, das tut nicht weh. Guckt einfach mal rein. Und ansonsten sei auch noch die 225 empfohlen. Die habe ich schon bei mir liegen. Das ist eine Jubiläumsausgabe mit 100 Seiten für 9,99 $. Ich glaube, ich habe da irgendwie so 6-7 € für bezahlt. Kann man auch nichts falsch machen. Das war's. Daumen nach oben, Abo da lassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Jungs und Mädels. Haut da rein!